Sandro ist Eigentümer einer kleinen Schreinerei. Er weiß, dass seine Firma nur mit motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern erfolgreich ist. Doch was, wenn eine Mitarbeiterin wegen Krankheit oder einem Unfall länger ausfällt oder ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausführen kann? Sandro möchte einerseits seine wertvollen Mitarbeiter auf keinen Fall verlieren, denn sie sind das Kapital des Unternehmens. Auf der anderen Seite muss er das Fortbestehen des Unternehmens sichern. Bei längerfristigen Ausfällen kann die IV-Stelle Kanton Bern weiterhelfen. Wie läuft das ab? Wenn der Arbeitgeber über den Zustand eines Mitarbeiters im Unklaren ist, kann er zuhanden der IV ein Meldeformular zur Früherfassung ausfüllen. Die IV entscheidet dann, ob eine Anmeldung durch den Mitarbeiter nötig ist. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann sich aber auch direkt bei der IV anmelden. Informationen und Anmeldeformulare finden Sie auf der Website. Nach der Anmeldung besprechen die IV Sandro und seine Mitarbeiterin, wie eine Rückkehr an den Arbeitsplatz aussehen kann. Mithilfe eines speziellen Formulars kann Sandro vorgängig mit dem behandelnden Arzt klären, welche Tätigkeiten seine Mitarbeiterin noch ausführen kann. Je nach Situation unterstützt die IV mit Eingliederungsmaßnahmen. Das können spezielle Kurse, Hilfsmittel, Anpassungen am Arbeitsplatz oder sogar eine Umschulung sein. Da die Mitarbeiterin von Sandro ihre gewohnte Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wird ausführen können, ist das Ziel, sie im Büro der Schreinerei einzusetzen. Dazu finanziert die IV eine passende Ausbildung. Je nach Situation kann die IV die Arbeitgeber zusätzlich unterstützen. Mit einem sogenannten Arbeitsversuch können Arbeitgeber und Mitarbeiter ausprobieren, ob die neuen Anforderungen bewältigt werden können. Der Arbeitgeber zahlt in dieser Zeit für seinen Mitarbeiter keinen Lohn. Dieser erhält ein Taggeld von der IV-Stelle. Ist der Aufwand für die Einarbeitung groß, kann die IV auch einen Einarbeitungszuschuss finanzieren. Die IV hilft auch bei der Stellensuche nach einem neuen Arbeitsplatz. Im Falle von Sandros Mitarbeiterin war das glücklicherweise nicht nötig. Sie war mit der Unterstützung der IV im Betrieb wieder voll einsatzfähig. Und Sandro konnte sich während der gesamten Zeit auf sein Hauptgeschäft konzentrieren und sein Unternehmen erfolgreich und im Gleichgewicht weiterführen, mit zufriedenen Mitarbeitern.